Maske weg! Maske weg, ganz genau. So, jetzt kommt noch ein Mann an die Bühne, einer derjenigen, wo ich mal denke, der Tag muss mehr als 24 Stunden haben, weil er ist nur am Tun und tanzt auf 17 Hochzeiten. Er ist ein Wiener Unternehmer und Buslogistiker, er ist Initiator von Honk for Hope und er ist Vorsitzender von Honk for Hope in mittlerweile 14 Ländern. Er war der Organisator der Friedenskette am Bodensee. Wo seid ihr? Wo sind diejenigen, die mit uns mit waren am Bodensee? Hallo, großartig. Letztes Wochenende und er ist auch der Organisator von Halloween, dem Maskenball für die Freiheit. Wird am 31.10. und 1.11. dieses Jahres in Wien stattfinden und darüber wird uns der Alexander jetzt berichten. Danke, Natascha, für die tolle Einleitung. Hallo Graz. Hier bei euch zu sein, ist für mich immer ganz eine besondere Freude. Ich liebe diese Stadt. Ich war beim Bundesheer hier stationiert. Ich habe hier meine Reisebüroausbildung gemacht. Ich habe diese Zeiten wirklich genossen. Ich genieße jeden Besuch aufs Neue. Ihr seid so wahnsinnig offene, herzliche Menschen. Und gleichzeitig, wenn es hart auf hart geht, mutig und stark. Ich weiß das sehr zu schätzen und bewundere euch dafür. Wie die Natascha ganz richtig gesagt hat, ich tanze wirklich mittlerweile auf 100.000 Hochzeiten. Versuche überall die Ressourcen, ich bin ja nicht alleine, sondern die Ressourcen, die Tätigkeiten meines Busverbandes in den Dienst der Friedensbewegung zu stellen, Sachen zu bewegen, Sachen zu vernetzen. Das Thema, über das der Jaro gerade zuletzt gesprochen hat, ist auch ganz wesentlich meines. Wir hatten einen Startvorteil, wir sind in die Corona-Krise bereits vernetzt hineingegangen, weil natürlich der Tourismus nicht anders kann. Wir waren ja immer schon vernetzt. Und so gesehen können wir hier einen wesentlichen Beitrag leisten, um Länder zu verbinden, auch über Sprachgrenzen hinaus, um Botschaften von dem einen Land in das andere zu bringen. Und damit möchte ich heute auch gleich anfangen. Ihr glaubt, wir stehen hier alleine? Nein! Nein! Während wir hier stehen, steht Rijeka auf der Straße. Während wir hier stehen, findet der Schweigemarsch in Berlin statt. Und während wir hier stehen, marschiert auch London. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Zusammengehörigkeitsgefühl über die Grenzen, über die Sprachgrenzen und sogar über die Grenzen der Europäischen Union hinaus nicht aus den Augen verlieren. Weil Europa, das ist nicht eine Behörde in Brüssel. Europa, das ist ein Gedanke in unseren Herzen. Ein Teil unserer Identität. Dafür sind wir am Bodensee gestanden. Zwischen 30.000 und 50.000 Menschen. Schwer zu sagen, weil wir aus der Schweiz keine exakte Zahl bekommen haben. Sind am Bodensee gewesen. Ich sehe ganz viele Friedenskette-Halstücher hier in Graz. Viele auch von euch waren mit dabei. Und wir haben eine Kette gebildet als Zeichen für die europäische Einheit, aber auch als Zeichen für den Frieden. Was ist das? Ist das die Abwesenheit von Krieg zwischen Ländern alleine? Na, das ist es nicht. Friede beginnt im ganz Kleinen. Friede beginnt im Gespräch zwischen zwei Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind. Und ich trete immer wieder ganz stark dafür ein, wenn wir Frieden auf der Welt wollen, dann beginnen wir bei uns selbst. Sprechen wir mit Respekt und Geduld miteinander. Hören wir einander zu, auch den Andersdenkenden. Ich finde das gerade schade, dass die
kleine Herausforderung, wie es Jaro genannt hatte, nicht jetzt gerade stattgefunden hat, sonst hätte ich die Herrschaften zum Gespräch hier aufs Podium gebeten. Wir müssen auch unseren Gegnern zuhören. Wir müssen denen zuhören, die in der Angst sind. Wir müssen denen zuhören, die auch Argumente haben. Es kann immer sein, wenn man mit jemandem ins Gespräch geht, dass das Gegenüber Recht hat. Auch dazu müssen wir bereit sein. Denn wenn wir es nicht sind, dann werden es unsere Gesprächspartner auch nicht sein. In diesem Sinn und in diesem Geist bereiten wir uns vor auf die nächste Großveranstaltung, die ich die Ehre habe, koordinieren zu dürfen. Und das ist unser zweitägiger Maskenball für die Freiheit. Hello Wien! Ja. Ihr habt es nicht weit von Graz. Ich hoffe, jeden Einzelnen von euch dort zu sehen und noch viel mehr als heute hier stehen. Und ich hoffe, dass ihr nicht so da sein werdet, wie ihr heute da steht. Denn Halloween, das ist der Tag der Maske. Wir rufen ausdrücklich auf, an diesem Tag, tragt Masken, kreative Masken. Drücken wir unsere Inhalte und Botschaften durch die Maske aus. Da gibt es 100 Möglichkeiten. Und ich habe im Zuge der letzten Wochen auch schon ganz, ganz viele Vorschläge gesehen. Ich schwanke ja persönlich noch ganz stark, als was ich gehen soll. So ein Aluhut ist recht attraktiv. Aber nein, Wissenschaft ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, wie betrifft denn die Corona-Pandemie die Wirtschaft. Honk for Hope ist keine Bürgerinitiative wie so viele andere, sondern ein Wirtschaftsverband. Der einzige, der geschlossen in der Friedensbewegung steht und gleichzeitig eine Branche vertritt, die durch die Corona-Pandemie quasi abgeschafft wurde. Wer braucht denn jetzt einen Reisebus? Außer Demonstranten. Danke fürs Warten mit uns. Ganz besonders danke ich jenen Demonstranten, die sich im Zuge der Friedenskette auch dafür entschieden haben, tatsächlich mit einem Honk for Hope Bus zu fahren. Auch wenn wir manchmal ein bisschen leiser sind, ganz bewusst, als Mitbewerber, ist es ganz wesentlich, weil wir ja unsere Ressourcen und Energien nicht bloß in die Beförderung stecken. Wir haben das Ganze aufgezogen und organisiert. Wir tun auch noch viel mehr. Wir arbeiten in der Vernetzung. Wir arbeiten auch an IT-Projekten für eine alternative, bessere Zukunft. Und da möchte ich eines erwähnen, dass Montag oder Dienstag, sagen meine Programmierer, endgültig veröffentlicht wird. Weil Sie, glaube ich, von dem schon gehört habt. Querschlafen.com. Schlafen unter Freunden. Wenn man zu so einer Demo fährt, ist es relativ teuer. Man braucht ein Ticket, einen Bus, eine Bahn, irgendwas. Oder man fährt mit dem Auto und bezahlt Benzin. Und wenn man jede Woche zu einer Demo in einer anderen Stadt fährt, geht das ganz schön ins Geld. Dann kommt man in ein Hotel, wo man vielleicht gar nicht willkommen ist, wo man große Probleme bekommt oder wo es von vornherein heißt, auch jetzt ja leider schon durch Verordnungen, ein Münchner darf in Baden-Württemberg nicht mehr in einem Hotel nächtigen. Ein Wiener sowieso nicht, weil Wien ist ja Risikogebiet Nummer 1, also brandgefährlich. Und um so etwas zu vermeiden, ist auch die Vernetzung wichtig. Es gibt viele von uns, die sagen, ja klar, ich habe ein Gästezimmer. Ich kann einen oder zwei aufnehmen für die Zeit der Demo. Oder auch länger, oder auch einfach mal nur so besuchen, einander kennenlernen. Jetzt werdet ihr sagen, ja, das gibt es ja, das ist Couchsurfing. Der Unterschied ist, bei Couchsurfing wisst ihr nicht, ob ihr dann nicht erst recht ins Streiten kommt und ob derjenige, zu dem ihr kommt, offen ist für ein respektvolles Gespräch. So gesehen freue ich mich sehr darauf, wenn das online geht. Ich rufe dazu auf, tragt euch bitte vielfach ein, es kann nur funktionieren, wenn die Menschen das auch annehmen. Nämlich sowohl die, die ein Zimmer suchen, aber nicht nur die, sondern auch die, die eins haben. Und wenn ihr heute hier in Graz steht und sagt, ja in Graz brauche ich ja kein Zimmer, da wohne ich ja.
Vielleicht seid ihr dann so wie viele von euch demnächst einmal am Bodensee und braucht aber dort eins. Und vielleicht möchtet ihr vom Bodensee hierher kommen zur nächsten Demo in Graz. Reden wir noch ein bisschen über Halloween, über den Maskenball für die Freiheit. Wie soll das ablaufen? Wir haben im Augenblick ein ziemlich groß angelegtes Konzept. Am Vormittag des ersten Tages Länderbühnen in verschiedenen Sprachen, auch für Initiativen aus unseren Nachbarländern. Da haben wir derzeit ein kleines Problem. Wegen der zunehmend strenger werdenden Reisebeschränkungen, wo immer mehr unserer Nachbarn Probleme bekommen, wenn sie zu uns kommen. Wir arbeiten hier an einem Alternativkonzept für den Vormittag. Das wird etwas kleiner dimensioniert sein als bisher angekündigt, leider. Aber wir verstehen natürlich, dass jemand, der hierher kommt, nicht unbedingt anschließend 2 Wochen in eine Zwangsquarantäne gesteckt werden will. Das hat ja Auswirkungen auf den Alltag, den Beruf. Das ist ein ziemlich großes Investment. Es gibt einige, die sagen, ich mache es trotzdem. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, das ist es mir persönlich nicht wert, ich unterstütze euch aus der Ferne. Und auch diesen Menschen sind wir natürlich dankbar, wollen ihnen auch die Möglichkeit geben, das zu tun und werden daher einige der Länderprojekte vermehrt im Online-Bereich ansiedeln, sodass die Teilnahme möglich ist, auch wenn man nicht vor Ort dabei ist. Am Nachmittag haben wir dann die Hauptkundgebung. Da werden wir eine ganze Reihe klingender Namen auf der Bühne haben. Menschen, die euch bekannt sind, sowohl aus Österreich als auch aus den freien Medien, als auch eben aus Deutschland. Einige der Stargäste, die sich unter anderem angekündigt haben, sind der pensionierte Polizeibeamte Karl Wilz aus München. Unsere liebe Vivica, auch aus Bayern, die das Global Peace Mantra gesungen hat am Bodensee. 2 Männer, die ihr schon kennt, mit denen ich hier in Graz schon auf der Bühne stand. Samuel Eckert und Bodo Schiffmann. Die aber beide wegen der Reisebeschränkungen noch etwas zögern. Also das ist im Augenblick fraglich. Es hat sich auch angekündigt, Michael Waldeck und viele andere. Es haben sich auch angekündigt, eine ganze Reihe der Anwälte für Aufklärung. Und das ist mir ein besonders wichtiges Thema. In vielen Fällen ist unser letzter Weg, die Demokratie und die Grundrechte bzw. die Verfassungsrechte zu schützen, der Weg zu den Gerichten. Und in vielen Fällen werden Bestimmungen, die zuerst alternativlos sind, plötzlich von einem Gericht als verfassungswidrig erkannt und aufgehoben. Dafür brauchen wir Anwälte, die uns unterstützen in allen Ländern. Und ich freue mich sehr, dass die Anwälte für Aufklärung hier auch aus Deutschland nach Wien kommen werden und auch sprechen werden. Dann noch eine Initiative, die kommen wird, und zwar eine ganz junge, aber dafür umso dynamischere und stärkere, nämlich die Initiative Unternehmer stehen auf. Wow. Richtig, endlich, ja. Seit meiner ersten Demo-Rede am 2. August wiederhole ich es in jeder Rede, wo seid ihr anderen? Ihr seid genauso betroffen wie das Busreisegewerbe, ihr seht es in euren Bilanzen. Gleichzeitig, es geht um eure Kunden, es geht um den Beruf, den ihr gerne ausübt. Wo seid ihr? Ja, es ist soweit, es bildet sich eine dynamische Bewegung. Ich habe heute und gestern ganz viele Namen gelesen, die sich da in kürzester Zeit zusammenschließen und vernetzen. Da ist jetzt richtig was in Schwung gekommen. Endlich. Danke jedem Unternehmer, der sich interessiert.
der mit uns in Kontakt tritt, der sich vernetzt. Und Halloween wird für Unternehmer ein besonderer Schwerpunkt sein, natürlich. Denn wie gesagt, Halloween ist eine, Home for Hope ist eine Wirtschaftsinitiative. Und das Unternehmertum in allen seinen Seiten, als Arbeitgeber, aber auch als Arbeitnehmer, wird in Form einer eigenen Wirtschaftsthematik einen Schwerpunkt bekommen. Du kannst direkt reden mit deren. Ja, dann geht's weiter mit einem Buskorso um die Wiener Ringstraße. Buskorsos und Busdemos haben wir sehr viele gemacht, über 600. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie ziemlich unüberhörbar sind. So ein Reisebus ist recht groß und hat eine recht laute Hupe und die werden wir auch entsprechend zum Einsatz bringen. Im Anschluss gibt es dann wieder was für die Fußgänger, und zwar einen Lichtermarsch. Einen Lichtermarsch auf der Wiener Ringstraße, dem wir ganz bewusst kein präzises Motto geben. In Verbindung mit dem Aufruf zu kreativer Maskierung laden wir euch ein, bildet Themengruppen, macht wie in Rio beim Karneval Umzugsgruppen, die jeweils ein Thema symbolisieren, ansprechen, ausdrücken, oder geht einfach mal einzeln mit, wie es euch lieber ist. Hauptsache, wir sind viele, Hauptsache, wir werden immer mehr und Hauptsache, wir sind auch auf der Wiener Ringstraße, so wie am Bodensee, rundherum. Da sind wir bei einem weiteren meiner Lieblingsthemen. Rundherum. Warum sage ich das so gern? Es ist meine Antwort auf die Frage, wie steht ihr politisch? Seid ihr Mitte, seid ihr rechts, seid ihr links, was seid ihr? Links! Wir sind rundherum. Links! Wir sind das Volk. Was mich besonders freut, wir werden bei Halloween auch eine Veranstaltung haben, die mir persönlich aus meiner Geschichte heraus besonders am Herzen liegt. Wir werden eine Veranstaltung in Deutsch und Hebräisch haben, als Mahnung gegen Krieg, Faschismus, Diskriminierung und Gewalt. Ja, und am nächsten Tag ist im Augenblick das Konzept, dass wir den Tag des friedlichen Wandels begehen. Was ist damit gemeint? Im Augenblick ist es so, überall im ganzen deutschen Sprachraum und weit darüber hinaus stehen so wie hier die Menschen auf der Straße und hören faszinierende Reden zu. Die sind von hoher Qualität. Die gerade vor mir von Jaro. Toll. Wirklich interessant. Medizingeschichte, medizinische Aspekte. Fantastisch. Aber Argumente allein bringen uns nicht wirklich voran. Wir brauchen konkrete Aktionen, die nicht nur für eine Veranstaltung halten, sondern darüber hinaus. Vernetzungsdinge wie Fact.Fans, das ich sehr schätze. Ich unterstütze den Aufruf, bitte werdet dort aktiv. Es ist toll, es hat Riesenpotenzial. Sowas wie Querschlafen kommt, das sind Anfänge. Aber wir brauchen viel mehr. Und was genau? Das können nicht ein paar entscheiden und beschließen. Dafür brauchen wir eine breite Diskussion mit Vorschlägen, mit Ideen, mit Abwägungen, mit Für und mit Wider. Und das soll am Tag des friedlichen Wandels geschehen, auf der Donauinsel, mit mehreren verschiedenen Bühnen und Standorten, wo nicht nur die üblichen Redner sprechen, sondern wo wir auch ein Open Mikro haben, wo jeder von euch Ideen zu einem bestimmten Thema beitragen kann, Vorschläge machen kann, und wo wir miteinander eventuell auch in Form von Gesprächsrunden, Podiumsdiskussionen etc. ins Gespräch hineingehen können, was machen wir sonst noch
was brauchen wir sonst noch, damit wir zu unserem gemeinsamen Ziel kommen? Jetzt ist die Frage, was ist unser gemeinsames Ziel? Ja, das haben wir klar beantwortet, als wir in einer großen, grenzüberschreitenden Konferenz in Salzburg beisammengesessen sind und 6 Stunden lang gesprochen haben darüber, was sind eigentlich die fundamentalen Werte, für die wir alle eintreten. 4 Punkte. Eigenverantwortung, transparente, direkte Demokratie, Selbstbestimmung, Achtung, Verantwortung und Respekt für alles Leben. In diesem Sinne, ich freue mich auf Halloween, freue mich jeden von euch dort zu sehen. Danke, dass ich hier sprechen durfte. Vielen Dank, Graz. Vielen Dank, Natascha. Ich gebe das Mikro zurück. Danke, Alexander. Der übrigens an und für sich heute in Berlin sein, der soll das zu uns nach Graz gekommen. Danke, Alexander.